Schönen guten Morgen, Zukunftsstadt mit weiter. Ich bin ganz aufgeregt an diesem sonnigen Tag, der doch recht kalt ist, deswegen die Mütze. Wir sind heute unterwegs und jagen Erstsemester. Wir gucken mal, wo die sind und wollen die dann nämlich fragen, was sie von Mittweida halten, warum sie hergekommen sind und wie sie sich das Ganze hier vorstellen. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob wir irgendwelche finden. Kommt einfach mal mit. Erstsemester, wo seid ihr? So, ich muss hier deine Crew mal kurz stören. Was ist das hier? Facility Management. Facility Management, ah, die Hausmeister mit Abitur. Du, ja. Wo kommst du denn her? Aus Rostock. Was erwartest du hier so? Soll ich ehrlich sein? Und ist Mittweida eine Stadt, die du dir so vorgestellt hast, wie sie jetzt letzten Endes ist? Der Dialekt ist ein bisschen anders. Das ist Anfang ziemlich lustig gewesen und sonst, ja. Ja, bei euch babbeln die alle, ne? Ja, genau. Also, ja, ist ein bisschen anders schwäbisch und so. Du hast Bock. Wie lange bist du jetzt in Mittweida schon? Wie viele Tage? Zwei Tagen. Und ist es so, wie du das hier bis jetzt vorgestellt hast? Nö, eigentlich nicht. Das ist positiv oder überraschenderweise besser, als ich gedacht habe. Gestern Studentenclub? Nee, aber ich habe gehört, er war ziemlich voll. War auf jeden Fall ziemlich voll, die Leute waren auch ziemlich voll. Kanntest du Mittweida schon vorher? Ja, ich hab's immer mit Klauchau verwechselt. Weswegen bist du hier? NC-frei oder woran liegt? Schöne Gegend. Hallo, du kommst woher? Ich komme aus Nähe Hamburg, Celle. Ah, endlich mal ein Fischkopf, so wie ich einer bin. Weswegen bist du nach Mittweida gekommen? NC-frei oder woran lag? NC-frei, ja. Ah, durchschaut. Hattest du schon mal vorher was von Mittweida gehört? Beantwortet das alles. Hast du schon mal vorher was von Mittweida gehört? Nein. Das ist überhaupt nicht schlimm, da musst du dich nicht für schämen. Das gibt sehr viele Leute, denen das auch so geht. Ah, da hast du auch schon ein bisschen was kennengelernt. Und wie ist es so? Also, natürlich kleiner alles, ne? Aber sehr familiär, schön. Also, schöne Gegend hier, mir gefällt es echt gut. Du siehst aus wie eine Erstsemesterin. Bist du ein? Ja, bin ich. Das war ein bisschen Schublade, Entschuldigung. Ein Monat, oh, da hast du auch schon ein bisschen was erlebt. Und ist es ganz nett hier? Ja, es wird immer netter. Je mehr Leute kommen, je mehr Studenten kommen. Mhm. Es wird immer besser. Es war eigentlich mein Ziel, hier zu studieren. Tatsächlich? Warum? Was studierst du? Medienmanagement. Yeah. High five! So, jetzt haben wir hier den zweiten Saal. Und da, hier sind auf jeden Fall ein paar Leute da. Alle Erstsemester, mal kurz die Hand hoch. Was studierst du hier mit weiter? Medienmanagement. Oh, sehr gut, sehr gut. Also ich glaube, der Tisch hier auch so generell? Perfekt. Alle anderen nach Hause. Hast du es dir so vorgestellt? Bist du ruhig, ja. Ich habe schon gehört, dass es ziemlich einsam sein soll. Das war die Befragung der Erstsemester. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Sehr viele sind ziemlich zuversichtlich, was Mittweida angeht und haben auf jeden Fall Bock, hier zu studieren. Und ich habe jetzt Bock auf was zu essen. Der Tag war lang, deswegen verabschiede ich mich und sage bis demnächst.